Im Normalfall besuchen wir die Familie zweimal pro Monat. Es kann sein, wenn es nötig ist, dass wir auch mal mehr gehen zwischenzeitlich. Und das gehen wir 3 Jahre lang. Oder wenn wir in der Schwangerschaft anfangen können, sogar noch ein bisschen länger. Mit den PRT-Unterlagen bereitet sich die Elterntrainerin Daniela Zuber auf ihren Hausbesuch vor. Bei der Fallführung unterstützt sie die Familienmanagement-Software PharmaStar. Bei jedem Hausbesuch werden stets 3 Schwerpunkte bearbeitet. Das aktuelle Erziehungsthema, die Eltern-Kind-Interaktion und das Wohlergehen der ganzen Familie. Wie viel Zeit diese Elemente in Anspruch nehmen, kann sehr unterschiedlich sein und richtet sich nach dem Bedarf von Eltern und Kindern. Daneben achtet die Elterntrainerin bei jedem Hausbesuch, dass auch die Sprache gefördert wird. Ein Hausbesuch dauert in der Regel 1 Stunde. Die Elterntrainerin unterstützt die Familie auf der Basis einer vertrauensvollen Beziehung. Sie arbeitet partnerschaftlich und konstruktiv mit den Eltern zusammen und reflektiert mit ihnen den Erziehungsalltag. Beim entwicklungsorientierten Erziehungsverhalten beobachtet man gemeinsam mit den Eltern den Entwicklungsstand des Kindes und sie lernen, das Verhalten des Kindes einzuordnen anhand des Entwicklungsstands und können so auch feinfühlig auf die Bedürfnisse der Kinder lernen zu reagieren. Für mich ist es sehr schön, das Vertrauen zu spüren von den Familien und über so eine lange Zeit erleben, was für grosse und kleine Schritte sie machen. Heute begleiten wir die Elterntrainerin bei ihrem Hausbesuch. Sie ist Mütterberaterin und besucht die junge Familie seit Ende der Schwangerschaft. Jetzt ist Luna Solea schon fast 4 Monate alt. Es ist das erste Kind dieser jungen Familie. Das Zeppelin zeigt mir, wie ich meiner Tochter helfen kann, wie ich sie fördern kann, wie ich mit ihr spielen kann, wie ich mit ihr umgehen soll und ja, wie ich sie einfach unterstützen kann. Wenn doch wieder scheinen, bitte bleib den ganzen Tag da, dass wir rausgehen können. Zeppelin macht mich viel sicherer mit dem Umgang von meiner Tochter und durch die Blätter, die sie mir bringen, verstehe ich ihre Entwicklung viel besser. Heute haben wir gestern am Telefon besprochen, dass wir das anschauen mit dem Bewegen. Wie wir sie können unterstützen, dass auch die Augen mit der Bewegung zusammenarbeiten können. Und das Thema Schlafen möchtest du gerne anschauen. Um bestmögliche Bedingungen für eine gesunde Entwicklung des Kindes zu schaffen, werden Eltern frühzeitig begleitet. Der Programmansatz hat zum Ziel, den Rahmen für eine gesunde Entwicklung zu schaffen, um die Bildungschancen von Kindern zu verbessern. Wir Menschen, und das ist bei dem Baby nicht anders, haben verschiedene Schlafphasen. Es ist die REM-Schlafphase und die Nicht-REM-Schlafphase. Also, das ist eigentlich so ein bisschen die aktive Schlafphase und die Tiefschlafphase. Okay. Wir erwachsene Menschen, bei uns sind Schlafphasen viel länger. Bei den Babys sind die noch recht kurz. Ich fühle mich als junges Mami ernst genommen, weil ich durch Daniela immer wieder Tipps bekomme und Rückmeldung bekomme und sie mich immer wieder lobt. Und für wenn sie auf dem Buch liegt, habe ich das neue Buch dabei. Oder für wenn du mit ihr das anschaust. Gell? Kann man dir das wirklich? Wahnsinn, faszinierend, wie sie schon schaut. Da merkt man, dass du mit ihr das immer wieder anschaust. Ja. Ich weiss, dass man da etwas dazu sagen kann, zu diesen Bildern. Ja, das haben wir nicht gemacht. Sind wir gebeten? Jetzt haben wir heute geschaut, wie sie unterstützt werden kann, dass sie die Bewegungen mit den Augen mehr ins Zusammenspiel bringt. Mhm. Und man hat so ein bisschen ihre Schlafgewohnheiten angeschaut und wie man sie unterstützen kann. Was hast du am meisten mitgenommen von heute? Also, sicher mal das wegen dem Schlafen. Dass sie nach 20-30 Minuten schauen, dass sie auch richtig durchschlafen und dass sich sie dort unterstützen, damit sie in dieser Nicht-REM-Phase hineingeht. Mhm. Ja. Adieu, adieu, adieu miteinander. Adieu mit der rechten Hand. Adieu mit der linken Hand. Adieu, adieu. Adieu miteinander. Ciao, ciao.
Das hast du super gemacht, Luna.